So, da sind wir wieder. Jetzt müssen wir mit unseren Beratern reden. Befehlen Beratern eine Möglichkeit zu finden, Rainier zu befreien. Wer dient denn meinen Beratern? Jo Lady Josephine ist meine Beraterin. Vielleicht weiß sie einen Ausweg dafür. Warte, ich muss kurz nachgucken. Der innere Kreis Enthüllungen. Befiehl den Beratern, eine Möglichkeit zu finden, René zu befreien. Welchen Beratern? Optional, befiehl den Beratern, eine Möglichkeit zu finden, René zu befreien. Was denn für Berater? Muss ich in den Kartentisch? Guck mal eben. Ich weiß nicht, wo ich einfach einen Kartentisch. René ist Befreiung, eine Alternative, tatsächlich. Ah, okay. Gibt Ich es kann. irgendwelche Hinweise darauf, was er als nächstes tun wird? Okay. Ja, ein paar. Aber wir haben noch nicht genug Informationen, um etwas zu unternehmen. Ein Machtkosten kostet mich das, okay. Ich kann den Orleanischen Thron einen Sondererlass bitten, der gewährleistet, dass Turm Rainier in die Obhut und Gesuch bestellt wird. Das mag womöglich einige verärgern, aber nach Ham-Schiral ist man uns jetzt auch einen Gefallen schuldig. Wir können hier auf einen Schlag zwei Probleme lösen. Es gibt in unseren Reihen einen Verräter, der Rainier hinsichtlich seiner Statur und seines Aussehens ähnelt. Wir könnten ihn fesseln und quälen und Renés Platz einnehmen lassen. Er wird an seiner Stelle gerichtet und die Welt glaubt, René habe für seinen Tat bezahlt. Wir können das Gefängnis mit einer kleinen Truppe stürmen und René in unseren Gewahrsam nehmen. Die Wachengefängnisse von Valerio werden sich um allerdings entgegenstellen. Beziehungen. Ich mache Beziehungen. Neues Gebiet freigeschaltet. Was für ein Gebiet ist das jetzt? Neues Gebiet? Wo? Wo ist hier neues Gebiet freigeschaltet? Moment. Der ist jetzt höchstens bei uns wahrscheinlich, oder? Ah, okay. Wir haben ihn, okay. Das heißt, wir können jetzt über ihn richten. Na, dann wollen wir mal. In Erwartung eures Urteils, Inquisitor, tritt heute Hauptmann Tom Renier vor euch, vormals bekannt als Wächter Blackwall. Seine Verbrechen. Nun, ihr kennt seine Verbrechen. Es war alles andere als leicht, ihn hierher zu bringen. Doch die Entscheidung, was mit ihm geschehen soll, liegt nun bei euch. Okay. Ich hasse es, euch so zu sehen. Ich wusste, das hier wird nicht leicht. Aber dass es mir so schwer fallen würde, hätte ich nicht gedacht. Ein weiterer Umstand, den ich bedauere. Was musstet ihr tun, um mich frei zu bekommen? Josephine hat einige Gefallen eingefordert. Es gibt da draußen genügend Leute, die der Inquisition etwas schuldig sind. Und welche Auswirkungen hat das auf euren Ruf, den die Botschafterin derart mühevoll aufgebaut hat? Die Welt wird erfahren, wie ihr euren Einfluss genutzt habt. Jeder wird wissen, dass die Inquisition korrupt ist. Sobald die Welt wieder ihren normalen Gang geht, wird sich niemand mehr auch nur daran erinnern. Ich werde mich daran erinnern.
Ich hatte meine Strafe akzeptiert. Ich war bereit, mit allem abzuschließen. Warum musstet ihr es verhindern? Was wird nun aus mir? Ihn in die Dienste der Inquisition behalten. Das entscheiden die Wächter. Ihn freilassen, um ihm die Möglichkeit zu geben, sein Verbrechen wieder gut zu machen. Oh, ey, das wird schwer werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tut Buße und ihr seid frei. Ihn in den Diensten der Inquisition behalten. Allerdings, er hat mich belogen. Ich weiß es nicht, was ich mit ihm machen soll. Oh, verdammt. Ich weiß es wirklich nicht. Komm. Blackwall wollte, dass ihr euch den Wächtern anschließt. Ich werde die Entscheidung über euer Schicksal ihnen überlassen. Jedoch erst, wenn Corypheus tot ist. Im Moment, Tom Renier, braucht euch die Inquisition. Wie ihr befehlt. Blackwall gab euch die Chance, durch Taten, nicht allein durch Bestrafung Buße zu tun. Ich denke, dasselbe bin ich euch auch schuldig. Ich bin euch für die Möglichkeit dankbar, Inquisitor. Und ich werde euch so lange dienen, wie es mir möglich ist. Wow. Na, das war lockern schon aufregend. So, wo ist Blackwall wieder? Er ist in seinem Stall bestimmt, oder? Cullen, Josephine, Vivienne, Morrigan, Cole, Blackwall. Eigentlich müsste jetzt ein anderer Name stehen. Es ist neuer Einsatz verfügbar, na super. Aber erstmal möchte ich mit Blackwall gerne reden. Ich bin mal gespannt, ob er was zu sagen hat. Ja, sitzt er auch schon. Euer Gnaden. So, reden wir mal mit euch. Sollten wir es weniger als Name, sondern vielmehr als Titel betrachten. Ähnlich wie Inquisitor. Es wird mich daran erinnern, was ich sein sollte. Jeder braucht etwas, wonach er streben kann. So ist es. Freut mich, dass ihr es versteht. Nichts im Moment. Vielleicht später. So, dann gucken wir mal, gehen wir mal kurz ins Questlog. Der innere Kreis, also mal so, gefangen für die F-Zaubern. Das machen wir erstmal als nächstes. Alles neu, oder? Ja, komm, machen wir das hier mal. Finde mit Solus in den Erhabenen eben was ansehen. Wie weit waren wir denn hier in den Erhabenen eben? Für das Kaiserreich. Hm. Wo ist hier hin? Reisen. Und wir nehmen mit. Was ist mein Blackwall? Ah, hat eine neue schöne Karte bekommen. So, Solus. Cole. Varric. Euch nehme ich mit. Ihr seid in der nächsten Runde. Du kannst bis zu 3 Fokusstufen aufbauen. Jede Stufe macht die Fähigkeiten, die ihn nutzen, mächtiger. Wahnsinn.
Nur habe ich dieses Optionsrad hier irgendwie gar, unten gar nicht. Das habe ich gar nicht hier unten. Dumm, die dumm, dumm, die dumm. Die dumm, dumm, die dumm. So, dann reise mal dorthin. Platzieren. Wohlwollende Dalish 1. Perfekt. Ich habe schon was Gutes getan. Ich bin so gut. Moment, mal gucken, wie ich hier rankomme. Wir suchen einen Geist. Perfekt. Ich danke euch, Inquisitor. Nicht weit von hier wurde mein Freund beschworen. Hier ist alles verschwommen. Er will vergessen, doch es ist zu spät. Der Steinbruch gehört jetzt uns. Da haben wir es. Meine Freundin. Solas, ihr sagtet doch, eure Freundin sei ein Geist der Weisheit. Das ist nicht ihre natürliche Gestalt. Sie wurde verdorben. Verdorben? Sie wurde gezwungen, gegen ihre ursprüngliche Bestimmung zu handeln. Was haben sie getan? Was haben sie getan? Vielleicht sollten wir sie fragen. Ein Magier. Ihr gehört nicht zu den Banditen? Habt ihr zufällig Lyrium-Tränke bei euch? Die meisten von uns sind völlig entkräftet. Wir haben gegen diesen Dämon gekämpft. Ihr habt diesen Dämon beschworen. Nur, dass sie damals noch ein Geist der Weisheit war. Ihr habt sie gezwungen zu töten. Ihr habt sie gegen ihre Bestimmung gewandt. Ich verstehe, dass es für jemanden, der die Dämonen nicht studiert hat, verwirrend sein mag. Aber da ihr uns geholfen habt, kann ich... Wir sind nicht hier, um euch zu helfen. Wir sind hier, um allen zu helfen, Solas. Ich bezweifle, dass dieser Mann vorsätzlich einen Dämon entfesselt hat. Natürlich nicht. Haltet ihr mich für verrückt? Ich halte euch für dumm. Und das ist weitaus schlimmer. Ihr habt sie beschworen, damit sie euch vor den Banditen beschützt. Ich... Ja... Ihr habt sie gebunden, zum Gehorsam gezwungen und ihr dann befohlen zu töten. Das war der Moment, in dem sie sich verwandelt hat. Der Beschwörungskreis. Wenn wir ihn durchbrechen, durchbrechen wir auch die Bindung. Kein Befehl zu töten, kein Widerspruch zu ihrem Wesen, kein Dämon. Was? Die Bindung ist das Einzige, was diesen Dämon daran hindert, uns zu töten. Was auch immer er zuvor gewesen sein mag. Jetzt ist er ein Monster. Inquisitor, bitte! Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um eure Freundin zu retten, Solas. Ich danke euch. Wir müssen uns beeilen. Ist ja schon gut. Na komm. Au, schau auf uns auszupeitschen. Na komm. Ja.
Verdammt. Komm. Nur noch ein Stein. Geschafft. Lethelin, ihre Abelas. Tel Abelas, Enasal, ihr Telim. Mamelaba Halani, Malasulidin Nadas, Magilana Mirdinan. Mahnuvenin. Daref Shiral. Tut mir leid, Solas. Das muss es nicht. Wir haben ihr einen letzten Augenblick des Friedens geschenkt. Das ist mehr, als ihr vielleicht ansonsten vergönnt gewesen wäre. Alles, was jetzt bleibt, sind sie. Habt vielen Dank. Wir hätten keine Beschwörung riskiert, aber die Straßen sind zu gefährlich, um ohne Schutz zu reisen. Ihr habt meine Freundin gefoltert und getötet. Wir wussten nicht, dass sie nur ein Geist war. In dem Buch stand, sie könnte uns helfen. Solas. Nie wieder. Ich brauche ein wenig Zeit für mich. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Er ist schon weg. Ach. Na super. Weltkarte. Ne, Quatsch. Himmelsfeste. Ja. Es geht alles aus der Kontrolle. Das ja. Wir waren schneller als er. Inquisitor. Wie geht es euch, Solas? Es schmerzt. Das tut es immer, aber ich werde es überleben. Danke, dass ihr zurückgekehrt seid. Ihr wart ein wahrer Freund. Ihr habt getan, was ihr konntet, um zu helfen. Ich konnte euch doch nicht im Stich lassen. Wohin seid ihr gegangen? Ich fand ein ruhiges Plätzchen und ruhte mich aus. Ich besuchte den Ort im Nichts, an dem sich mein Freund immer aufhielt. Es ist leer. Doch in der Leere regt sich Energie. Eines Tages könnte dort etwas Neues entstehen. Was passiert, wenn ein Geist stirbt? Etwas gänzlich anderes als bei Sterblichen. Die Energie des Geistes kehrt in das Nichts zurück. Wenn die Idee, die dem Geist seine Gestalt gibt, stark ist, oder die Erinnerung andere Geister geformt hat, kehrt er vielleicht eines Tages zurück. Heißt das, euer Freund kehrt vielleicht zurück? Nein, nicht wirklich. Der natürliche Zustand eines Geistes ist eine friedvolle Semi-Existenz. Er kann die Realität nur selten reflektieren. Vielleicht formt sich eines Tages etwas Ähnliches, jedoch mit einer völlig anderen Persönlichkeit. Er würde sich vermutlich nicht an mich erinnern. Er wäre nicht mehr der Freund, den ich kannte. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. In Ordnung. Danke nochmal. Gern geschehen. So. Einfluss. Auch Machtpunkte bekommen.
3 Machtpunkte. Nice. So, gucken wir noch, ob wir mit jemandem reden können. Warum wird das hier nicht mehr aufgebaut? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Ach, siehst du, ist das nicht schön? Die Himmelsfeste. Jetzt gehört zur Inquisition. Was gibt's denn noch so für Missionen, die ich machen könnte? Der innere Kreis. Und erledigte Geschäfte muss ich noch machen. Gefallen für die erste Verzauberin, das muss ich auch noch machen. Die Folgen des Hochmuts. Die haben Ebenen. Ein gut gefülltes Lager. Finde 5 Scheffel Spindelkraut und liefere sie ab. Lies, okay. Olysianisches Buch. Finde Valorian. Ein junger Dalish namens Valorian ist weggelaufen, nachdem wir beide aus. Ah, okay. Die goldene Heiler muss ich auch noch finden. Oh Gott. Wirf einen Blick ins Hauptbuch aus dem Jenseits. Besiege die Dämonen in Val Belarnaris. Mit dem Segen der Dalish. Finde die auf der Skizze markierten Stelle. Wow. Geht zur Zitadelle von Corbeau. Das könnten wir machen. Für das Kaiserreich. Das machen wir erst allerdings in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.